Moin Leute und einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Wir machen heute mal was richtig Geiles. Ein Brathähnchenburger, total einfach gemacht. Dazu gibt es einen Krautsalat. Dazu haben wir noch eine Mayonnaise aus konfiertem Knoblauch. Also heute wird es richtig spannend. Viel Spaß dabei. Als erstes geht es natürlich um das Hähnchen. Da habe ich mich jetzt für ein Kikok-Maishähnchen entschieden. Das ist ein bisschen teurer als die normalen Brathähnchen. Dafür kann das viel länger aufwachsen, wird viel besser gefüttert, halt allgemein besseres Leben. Und insgesamt natürlich auch einen viel besseren Geschmack. Das sieht man schon an der Farbe, das ist viel gelber, das kommt durch den Mais, welcher gefüttert wurde. Das haben wir jetzt schon mal soweit vorbereitet. Da müssen wir auch gar nicht viel machen. Wir haben hier ein, zwei Aufgaben, bevor das Ganze jetzt einfach in den Ofen kommt. Wir machen jetzt keine richtige Marinade, das habe ich schon mal gesehen. Grüße an Steffen Hensler. So machen wir das nämlich. Wir salzen das ganze Ding, packen das in den Ofen und am Ende kommt nur so eine Butter oben drauf mit Brathähnchengewürz drin. Und das gibt es quasi nochmal so als Finalisierung. Beim Hähnchen müssen wir hier als erstes einmal hinten den Pölzel abschneiden. Und dann gibt es hier noch bei den Flügeln die Spitzen. Die sind so dünn, wenn man die jetzt mit drin lässt, würden die höchstwahrscheinlich verbrennen im Ofen. Deswegen nehmen wir die hier auf beiden Seiten auch noch ab. Klappt auch mit meinem Messer. Und dann ist das Einzige, was wir machen müssen. Ich habe hier einfach mal ganz normales Salz. Und dann machen wir als erstes mal von innen eine ordentliche Portion Salz rein und bestreichen die Innenwände sozusagen damit. Ordentliche Portion Salz. Und danach im Anschluss natürlich auch noch von außen. Da darf man auch nicht sparen. Das heißt, wir geben mal hier eine gute Portion Salz drauf. Auch an die Keulen, links, rechts, an die Flügel. Bisschen einreiben, bisschen rauftupfen. So mögen wir das gerne haben. Das ist auch schon alles, was wir machen müssen für die Vorbereitung. Jetzt geht es in die erste Stufe bei 165 Grad in den Ofen für ca. 45 Minuten. Und danach erhöhen wir die Temperatur und dann wird das aufgeknuspert. Bis gleich! Jetzt, wo wir das gute Hähnchen eingesalzen haben, bleibt auch nicht mehr viel zu tun. Die ganze Vorarbeit ist schon erledigt. Wir packen das jetzt nochmal auf einen Rost. Aber unter diesem Rost habe ich hier nochmal ein Blech liegen. Das heißt, dass die Säfte, die hier runtertropfen, nicht im Backofen landen, sondern schön hier aufgefangen werden. So. Das kommt jetzt zum ersten Mal in den Ofen bei 165 Grad für ca. 45 Minuten. Das Kikok-Hähnchen hat nämlich auch die besondere Eigenschaft, dass sie so einen Indikator dafür hat, wann es fertig ist. Das ist ja dieser rote Pinöpel, der kommt quasi raus, wenn das Hähnchen gar ist. Dann erhöhen wir am Ende nochmal die Temperatur, bestreichen das noch mit einer Gewürzbutter und dann ist es fertig. Jetzt sind wir kurz vor Ende der ersten Garzeit, das heißt, wir holen das Hähnchen aus dem Ofen und wir erhöhen die Hitze auf 210 Grad und dann kommt das gleich nochmal für 10 Minuten rein. Was wir jetzt aber noch machen, ist einmal hier zwei Zutaten vermischen. Wir haben ja so einen großen Esslöffel Butter und ich habe hier so eine Brathähnchengewürzmischung. Das gibt es mittlerweile eigentlich überall zu kaufen. In den meisten Supermärkten kann man natürlich auch online bestellen, falls man da eine Lieblingsadresse hat, wo man seine Gewürze bezieht. Genau, das packe ich einfach erstmal zusammen in den Topf rein und dann erhitzen wir die Butter einfach nur so, dass sie schmilzt und sich mit den Gewürzen vermischen kann. Und damit schmieren wir den Gockel gleich nochmal ein, bevor er dann zum Finale noch ein letztes Mal in den Ofen kommt. So, dann kann es jetzt auch weitergehen. Das sieht soweit schon mal nicht verkehrt aus. Jetzt habe ich hier auch unsere Butter schon mal soweit gemacht. Hier, so sieht das ungefähr aus. Schön dickflüssig und das schmieren wir jetzt hier schon mal ordentlich nochmal oben rauf, weil da haben wir jetzt hier unsere Brathähnchengewürzmischung mit da drin. Schreibe ich sonst nochmal in die Beschreibung rein. Wer die selber machen möchte, ich mache die auch ganz gerne mal selber. Mittlerweile habe ich auch eine gute Gewürzmischung gefunden, aber wer so ein paar einzelne Sachen hat, kann die auch easy selber machen. Genau. Jetzt habe ich den Backofen in der Zwischenzeit schon mal auf 210 Grad erhöht. Und da kommt das nochmal für 10 Minuten gleich rein. Wir schmieren das Ganze jetzt hier nochmal ordentlich ein und dann kommt das bei 210 Grad nochmal in den Ofen für ungefähr 5 Minuten bis 10 Minuten. Am besten im Auge behalten, weil jetzt ist der letzte Moment, die Finalisierung. Also wir wollen das jetzt nicht abfackeln, also nicht zu weit vom Ofen weglaufen. Jetzt machen wir noch schnell die Knoblauch-Mayo. Da habe ich ja letzte Woche das Video zu diesem konfierten Knoblauch gepostet, wer das gesehen hat. Ansonsten blende ich oben nochmal die Card ein. Den können wir jetzt hier heute einsetzen. Man kann das natürlich auch mit normalen, frischen Knoblauch machen, aber der ist extra geil. So, das heißt, hier holen wir mal ein bisschen was von raus. Am besten mit einer Gabel. Das ist nämlich sehr geil. So, da geben wir mal hier so, ja, was haben wir jetzt hier? 2, 4, nochmal 1, 2 mit rein, damit ja auch richtig Knoblauchgeschmack da reinkommt. Und ein bisschen von dem Öl geben wir auch dazu. Ungefähr so. Die können wir jetzt schon mal so ein bisschen zerdrücken. Die sind nämlich richtig weich geworden. Genau. Was wir noch dazugeben, ist ein bisschen frischer Zitronensaft hier. Einfach auspressen und da rein. So. Nicht fehlen darf auch ein bisschen Salz und Pfeffer. Das heißt, frisch reinreiben da und Salz hinterher. Das verrühren wir jetzt nochmal, dass sich die Geschmäcker schon mal hier verbinden können. Noch ein bisschen gern zerstampfen, dass sich der Knoblauch gleich in der Mayo nochmal auflöst. Man kann die Mayonnaise natürlich auch selber machen, aber ich dachte, das wollen wir jetzt heute nicht noch machen. Es gibt gute Mayonnaise zu kaufen und die setzen wir heute ein. Jetzt geben wir mal hier die Mayo dazu. Machen wir erstmal, ja,
2,5 Esslöffel. Mehr geht immer. Dann verrühren wir das Ganze hier mal. Vielleicht nochmal mit einem Löffel. Oh ja, ich glaube, das ist sehr geil. Wir probieren das einfach mal hier. Boah, richtig kräftig. Der Knoblauch ist wirklich sehr geil. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, unbedingt mal ausprobieren. Total einfach gemacht. Hält sich auch ein paar Wochen im Kühlschrank. Angebrochen so ungefähr würde ich das innerhalb von 2 Wochen aufbrauchen. Aber hier ist das jetzt perfekt. Diese Mayo könnte besser nicht werden. Oh, Hähnchenzeit. Das sieht soweit richtig gut aus. Oh ja. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier ein bisschen genauer an. Wir holen den mal hier vor. Und ich würde sagen, von der Optik schon mal... Oh, klebt noch fest. Von der Optik auf jeden Fall schon mal sehr geil. Oh ja, das ist doch gut geworden. Da müssen wir natürlich jetzt noch ein paar Sachen von abschneiden. Und dann bauen wir hier die Burger nochmal zusammen. Finalisierung, alles, was wir in letzter Zeit hergestellt haben, kombinieren wir jetzt hier auf so einem geilen Laugenbrötchen. Finde ich eigentlich passt perfekt zu diesem Hähnchen. Brathähnchenburger. Auf geht's. So, die Hähnchenbrust habe ich ganz gut ausgelöst bekommen. Die schneide ich jetzt hier schon mal in ungefähr so eine burgerfähigen Größenstückchen, würde ich mal sagen. Also das heißt so 3 Schnitte, 4 Stückchen. Können wir auch mal gucken, wie das geworden ist von innen. Also wir sehen perfekt, genauso richtig schön saftig. Das sieht man auf jeden Fall. Und auch die Kruste bin ich wirklich zufrieden. Bin gespannt, wie das Endergebnis schmeckt. Aber alles bisher vielversprechend. So, das heißt, wir sind jetzt soweit mit allen Vorbereitungen fertig. Jetzt geht's ans Burgerbauen. Dafür habe ich hier mal so ein Laugenbrötchen geholt. Das habe ich mal von beiden Seiten natürlich mal angeröstet. Da packen wir mal die Unterseite hin. Dann unsere konfierte Knoblauch-Mayo. Nicht zu knapp, weil die ist wirklich richtig geil. Und dann packen wir hier natürlich was von unserem Brathähnchen mit oben drauf. Packen wir mal hier 1, 2 Stückchen dazu, die so ganz gut aussehen. Und dann haben wir hier noch ja unseren Krautsalat, welchen ich vor 2 Wochen gepostet habe. Der passt auch noch perfekt dazu. Oh, klein bisschen geht er wohl noch rauf. Für die Frische, sehr gut. Oberseite vom Brötchen verdient natürlich auch ein bisschen von der Knoblauch-Mayo. Und dann kommt das oben drauf. Und so kann das Ding hier fertig aussehen. Menschenskinders, ich sage euch, da haben wir heute wirklich was richtig was gezaubert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir probieren das jetzt nochmal und gucken, ob es genauso gut schmeckt, wie es auch aussieht. Jetzt ist auf dem letzten Meter hier auch noch die Kamera voll gewesen. Komplett voll mit den ganzen Videos, die wir heute gedreht haben. Deswegen sind wir jetzt hier nochmal auf dem iPhone einmal zurück. Mal gucken, ob man das am Ende qualitätstechnisch nochmal überhaupt bemerkt heutzutage. Ich wollte euch nochmal das finale Ergebnis zeigen. Einmal den Anschnitt von diesem heftigen Burger und einmal die andere Seite. Auf jeden Fall sowas von lecker. Wir machen jetzt nochmal einen zweiten Taste-Test. Ich hoffe, euch hat das Video für heute gefallen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Schluss machen und anfangen zu essen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn ihr was gelernt habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Ansonsten noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche.